wünsche einen wunderschönen guten Abend. Mal wieder bei einem Webinar der Piratenpartei. Heute freuen wir uns sehr, dass wir den Mikuláš Peksa zu Gast haben. Der ist Europaabgeordneter der Piraten Tschechien und ist besonders in den wirtschaftlichen Themen unterwegs. Er sitzt da in unterschiedlichen Ausschüssen, die ich eben sogar noch offen hatte, aber leider neu starten muss im Moment. So, Moment, da haben wir es doch. Moment, bin ich komplett durcheinander gekommen. So. Vielleicht kein Problem ist der Ausschuss für Industrie, Forschung und Verkehr. Auch der Wirtschaft für die Währung, das heißt Euro im Allgemeinen. Und der dritte ist die Haushaltskontrolle, also die Kontrolle des Spenden in der Europäischen Union. Ach, danke schön. Also jetzt habe ich auch alles offen wieder. Wenn man das nicht alles auf. Ja. Und heute Abend wirst du uns dann erzählen zur Steuerflucht und Rechtsstaatlichkeit in der EU. Da hatten wir ja vorher ein paar Themen, wo das in Erscheinung tritt. Ich glaube, der Niki hatte auch gesagt, dass du ein wenig zu den Subventionen für Agrarmittel in Osteuropa sprechen möchtest. Ich würde sagen, wir legen los mit deinem Vortrag und nehmen dann die Fragen dazu im Nachhinein, beziehungsweise vielleicht kommt ja zwischendrin eine Frage im Chat, die du dann gerne natürlich aufgreifen kannst. Auf jeden Fall. Ja, machen wir so. Ja, erstens vielleicht ein bisschen zu erinnern, weil manchmal die Leute beschäftigen sich nicht so oft mit der Europäischen Union. Es funktioniert ein bisschen ähnlich wie die Bundesrepublik. Das heißt, da gibt es das Europaparlament, was funktioniert ein bisschen ähnlich wie der Bundestag. Dann gibt es noch die Europarat oder die Ministerrat. Das funktioniert ein bisschen ähnlich wie die Bundesrat und die Kommission, das funktioniert ähnlich wie die Bundesregierung. Also da gibt's drei Organe. Der einzige wichtigste Unterschied ist, dass meistens der Sachen oder eigentlich alle Sachen musste man bestätigen, nicht nur durch den Parlament, sondern auch durch die Rat. Also es gibt keine Möglichkeit, ohne die Europäische Rat etwas zu entscheiden. Was manchmal ein Problem ist, weil selbstverständlich wir in dem Parlament manchmal was wollen, aber in der Rat wurde es blockiert und läuft nicht durch. Da ist das Wichtige, auch, dass die Leute auch auf der nationalen Ebene interessiert sind und beeinflussen, was die nationale Politiker auf der europäischen Ebene machen oder tun, weil das selbstverständlich beeinflusst den ganzen legislativen Prozess. Also ja, ich bin in dem Parlament, da gibt es verschiedene Ausschüsse, aber also vielleicht möchte ich ein bisschen reden über die, in dem ich Mitglied bin. Wahrscheinlich das Wichtigste, was ist jetzt passiert in dem Ausschuss für Währung und auch steuerliche Sachen, ist die Sache von PCBCA. Sogenannte Public Country-by-Country Reporting ist eigentlich die Idee, wenn es große Konzerne gibt, sollten diese Konzerne berichten, wie viel Geld haben in verschiedenen Ländern verdient. Jetzt funktioniert so, dass die Berichte nur die allgemeine Summe, aber wir wollten das gespalten für die verschiedenen Länder haben. Warum so? Da gibt es viel Steuerhinterziehung. Die Idee ist einfach so, dass der Konzern
verdient Geld in einem Land, aber berichtet das für steuerliche Zwecke in einem anderen. So ist das Problem. Und zusätzlich oder hauptsächlich oder manchmal spricht über die diese Steuerparadiesen, die außer der, das Europa sind, aber wir haben das Problem auch in Europa, weil ganz oft diese Konzerne Steuern berichten in Luxemburg oder Zypern oder Irland. Und das ist das Problem für andere Länder, wie zum Beispiel Tschechische Republik oder Deutschland, die Steuern höher haben und sollten dadurch Geld von der Konzerne bekommen, aber bekommen nicht. Was auch selbstverständlich Problem ist, weil man sollte, der Staat braucht im Prinzip Geld, um Sozialsystem zu bezahlen, Gesundheitssystem und so weiter. Das Problem erweitert sich, weil im Prinzip, wenn die Konzerne nicht Steuern bezahlen, dann muss jemand anderen, und da kommt die Staaten natürlich zu die Beschäftigten oder kleine Unternehmen oder die einfach nicht Steuern hinterziehen können, einfach nicht umziehen nach einem anderen Land können. Also ja, das passiert. Das Schlechte war, dass diese Idee von Country by Country Reporting wurde in dem Parlament schon seit Jahren angenommen, nur die Rat ist es blockiert. Die gute Nachricht ist bis jetzt, weil wir haben jetzt in der Rat neue Präsidentschaft, ist portugiesische, und wir haben diese Möglichkeit benutzt, um eine Kampagne zu tun, um die Ratmitglieder zu überzeugen, damit sie endlich die Zustimmung geben. Es ist jetzt passiert, also wir sind jetzt in der sozusagen letzten Phase des Prozesses, das heißt, das ist der Trialog, wann das Parlament und die Rat handelt miteinander, was ist die endliche Form dieses Gesetz oder das Gesetz im Allgemeinen. Aber im Prinzip sollten wir solchen Gesetz jetzt im Rahmen von ein paar Monaten haben, hoffentlich, was ein wichtiger Schritt gegen der Steuerhinterziehung sein würde. Ja, sowas wollte ich wiederholen, weil das finde ich wichtig, dass man weiß, was die Abgeordneten da in dem Brüssel tun. Die andere Sache, die möchte ich bisschen reden, ist Frage von der gemeinsamen Agrarpolitik oder die Subventionen aus der Europäischen Union. Im Prinzip der Haushalt der Europäischen Union macht etwas wie 1% von dem GDP. Ah, jetzt bin ich das deutsche Wort. Bruttoinhaltsprodukt. Bruttoinhaltsprodukt. Also ist im Prinzip die Europäische Union macht etwas wie 1% des Bruttoinhaltsprodukt. Ist nicht viel. Und meistens des Gelds kommt nicht in Forschung, wie man erwartet, oder Sicherheit oder was konnte man vorstellen, sondern in diese Subventionen. Das heißt entweder die Agrarpolitik oder die Kohäsionspolitik. Und mit der Agrarpolitik haben wir das hauptsächliche Problem, was wir jetzt sehen, ist, dass diese Agrarpolitik wurde von verschiedenen nicht echt ehrliche Leute ausnutzt. Ich würde sagen, nicht alle, die das benutzen, sind Problem. Aber wir sehen jetzt ein wiederholendes
Problem. Da gibt es einen mächtigen Politiker, der Einfluss auf die Subventionen hat und danach benutzt dieser Einfluss, um das oder damit das Geld von Subventionen in eigene Firmen oder Firmen von der Nachbarn oder Freunde fließt. Wir haben das Problem erstens mal gesehen bei tschechischem Ministerpräsident Andrej Babiš. Aber dabei haben wir das Gefühl genommen, dass es vielleicht wahrscheinlich oder ja, vielleicht ein systemisches Problem ist. Deswegen haben wir eine Studie gemacht. Der Erfolg war so, die ähnliche Situation haben wir gesehen, nicht nur in Tschechien, sondern auch in Slowakei, Ungarn und Rumänien. Also jetzt ist das Problem, aber von etwa 2 Wochen ist die Nachrichten aus Italien gekommen, wo ist das klar ähnlich. Was man da sieht, sind Leute, die konnte man Mafia nennen. Ja, echt Mafia. Da war ein Mensch, der nennt sich selbst Vito Corleone, nur zu illustrieren. Und diese Leute ausnutzen europäische Subventionen, um sich für sich selbst. Da wurde etwa 100 Leute, etwa 100 Leute angeklagt, die gehen wahrscheinlich in die Gefängnisse. Ist im Prinzip etwas wie eine echte Mafia, ja, die zurzeitliche Mafien eigentlich nicht Drogen verkaufen, sondern die europäische Subventionen stehlen. Ist einfacher und bringt mehr Geld. Also jetzt ist das die Sache. Wir brauchen etwas auf der europäischen Ebene, etwas tun, weil im Prinzip das Problem ist systemische, beeinflusst nicht nur die Osteuropa, sondern auch westeuropäische Länder. Und kostet uns viel Geld. Also eine Sache, die ist schon seit letztem Jahr gekommen, wurde der Amt von europäischen Prosecutor, Prokurator, europäischen Prokurator. Der ist jetzt seit letzten November tätig. Nur das Problem war mit der Finanzierung. Also würde ich sagen, wenn ihr zum Beispiel bisschen Einfluss auf der Bundesregierung hätten, wäre es ja gut, wenn man könnte den europäischen Prokurator unterstützen. Weil im Prinzip Frau Kövesi, die ist jetzt die Hauptprokuratorin, hat viel Arbeit, aber ganz schlechte Unterstützung. Das muss man sagen, weil ich war zufrieden, dass das solche Amt gegründet wurde. Nur das Problem ist, dass bei der Gründung vielleicht vielleicht zufällig, man auf gute Finanzierung vergessen hat. Also, diese Sache passieren. Wir wollten jetzt weitere Audits von manchen Organisationen, die in Mitgliedstaaten verantwortlich für Geldauszahlung sind. Aber in allgemein, was wichtig ist und was muss man auch zum Beispiel bei der Bundestagswahl nicht vergessen, wir brauchen in der wirtschaftlichen Programme eine echte
Reform der europäischen Agrarpolitik. Weil jetzt funktioniert es so, dass im Prinzip die Europäische Union sollte das kontrollieren, aber schickt die Kontrolle an die Mitgliedstaaten und in der Mitgliedstaaten oder in manchen Mitgliedstaaten die Kontrollmechanismen funktionieren nicht und man dadurch Geld stiehlt. Subvenzsachen oder die Haushaltskontrolle. Vielleicht noch eine Sache, die ich jetzt in dem Kopf habe. Jetzt ist das für das nächste Plenum eine zusätzliche oder eine neue Resolution vorgeschlagen. Kommt zu der Eurozone, ist im Prinzip relativ gut. Aber was ich sagen wollte oder euch informieren, da steht eine weitere Anfrage nach digitalen Euro. Also jetzt beschäftigt sich damit die Europäische Zentralbank, auch das Europaparlament. Die Idee ist noch nicht konkret, wie das aussehen sollte, aber sieht so, dass in wahrscheinlich ein paar Jahren sollten wir ein digitales Äquivalent von dem Euro haben. Die Sache ist immer, wie das aussehen sollte, und da kann ich nichts Konkretes jetzt beschreiben. Wir als Piraten wollten, damit es als Cash funktioniert, also schützt die Privatsphäre der Benutzers. Ich weiß nicht, ob das funktionieren echt wird, weil die Europäische Kommission ist vielleicht nicht so interessiert in der Privatsphäre wie zum Beispiel die Piraten. Also da wäre gut im Prinzip diese Idee ein bisschen zu unterstützen in der öffentlichen Diskussion, dass wir echt die Privatsphäre brauchen. Ja, das wäre vielleicht das von dem oder für die Einführung jetzt vielleicht ein bisschen Zeit für die Fragen, weil ich bin tätig in verschiedenen Themen, aber vielleicht wäre es besser, wenn die Leute direkt fragen, was sie interessiert sind. Ja. Also ich kann das gerne mal eröffnen. Erstmal vielen lieben Dank für deinen Vortrag. Das waren viele interessante Themen dabei. Ich würde erstmal gerne fragen, ist denn tatsächlich eine Bereitschaft da bei den anderen Gruppen im Parlament oder auch von den nationalen Regierungen an dieser Subventionssache für die Landwirtschaft irgendwas wirklich Grundlegendes zu ändern? Weil es wurde ja immer so ein bisschen als Belohnung, ein Staat stimmt irgendwo zu, dann gibt es Agrarsubventionen. Damit wird ja aktiv Politik gemacht. Das ist ja ein Werkzeug, was die verwenden. Ist eine Bereitschaft da, darauf zu verzichten und saubere Wege zu gehen, nenne ich es mal? Es wäre gut, wenn es so wäre, aber ist nicht der Fall. In Tschechien haben wir ein Beispiel gesehen, da der Ministerpräsident ist nicht nur der Ministerpräsident, sondern sondern Besitzer der größten Agrarfirma in Tschechien. Der Minister für Landwirtschaft, Thoman, ist ein ähnlicher Fall. Sein Vater besitzt eine andere große Agrarfirma.
Also im Prinzip, das sind die Leute, die sollten sich mit der Agrarsubventionsprobleme beschäftigen, aber die sind eigentlich Ursprung des Problems. Wenn man kommt in Ungarn, die Situation ist ganz ähnlich. Da gibt es Leute, die sind in guten Beziehungen, sind einfach Freunde aus Studien von dem ungarischen Ministerpräsident Orbán, die auch europäische Subventionen benutzen. Ähnliche Situation ist ein bisschen auch in Bulgarien. Im Prinzip sehen wir immer dasselbe. Es gibt große Agrarfirmen, die haben Einfluss auf den Prozess und hindern jeden Versuch, das ändern. Also wir haben im ich denke, das war nicht Dezember, eine Abstimmung über die Form der neuen wirtschaftlichen Politik, landwirtschaftlichen Politik. Wir haben das versucht, es ändern, aber einfach die Koalition von der Europäischen Volkspartei, das heißt die CDU oder die Union eigentlich, die SND, das sind die Sozialdemokraten und die Renew Europe, das sind Leute wie FDP. Also diese Koalition hat alles durchpresst, dass im Prinzip in der Agrarpolitik ändert sich nichts viel, und wenn es sich ändert, ist eigentlich schlechter als bevor. Ja, jetzt ist es in Trialog, also da gibt es Handlung zwischen Parlament und die Rat, aber wahrscheinlich der Aussicht ist sehr schlecht, würde ich sagen. Dann eine Wortmeldung von Mac Burns, der kann, glaube ich, auch selbst sprechen. Ja, guten Abend allerseits. Ich wollte fragen, diese Agrargeldsummen, die abwandern und in dunkle Kanäle abzicken, hat einen sehr, sehr ähnlichen Effekt mit Entwicklungshilfe in Afrika und auch diese große Migrationsfonds, das die EU zahlt, auch in die nördliche Hemisphäre von Afrika, um die ganzen Refugees aufzuhalten, dass 2015 dieser Vertrag entstanden ist. Und das sickert auch in sehr viele dunkle Kanäle ab. Vielleicht könnten wir Vergleiche machen mit afrikanischen Staaten, die richtig so diktatorisch drauf sind und zeigen, dass das genau so passiert in Europa, und als Vergleich aufstellen, dass das deutlicher wird, was, dass das wirklich, die sagen, genau wie diese afrikanischen Diktaturen, wo das ganze Geld abgraben und der Volkskrieg haben nichts davon. Ne? Ich würde das nicht vergleichen. Da gibt es einen wichtigen Unterschied, weil im Prinzip die afrikanischen Länder haben keinen Einfluss, es zu beeinflussen, wie das Geld bezahlt wird. Im Prinzip, die sind voll abhängig von der Entscheidungen, die man trifft sich hier in Europa. Das Problem mit der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik ist, dass im Prinzip in jedem europäischen Land landwirtschaftliche Minister ist jeder oder jemand, der kommt aus der lokalen Landwirtschaft und kriegt Geld durch den lokalen Landwirtschaft. Oder ist selbstverständlich nicht Regel, gibt es Ausnahmen, aber im Prinzip ist ganz oft. Und das macht dann die Probleme, weil die Leute im Prinzip entscheiden über sich selbst und benutzen das System, um Geld zu bekommen. Das antwortet die Sache. Und ja, auch dir, Pavel, viel Erfolg und vielen Dank für das Besuch.
gibt es viele oder mehr Fragen? Da ist eine Wortmeldung von Rixi. Bitteschön. Ja, danke schön. Nikolas, du hast vorher erwähnt, dass insbesondere wohl die Italiener oder du hast die Italiener als Beispiel genannt, dass dort eben viel Korruption stattfindet. Gibt es denn da gewisse Tendenzen oder Übersichten, anhand denen der man sagen kann, welche Länder bezüglich dieser Korruption bei den Agrarsubventionen besonders betroffen sind? Gibt es im Prinzip Statistiken, weil im Prinzip was Olaf macht, ist, dass die untersuchen problematische Fälle in verschiedenen Ländern und markieren die Probleme und vergleichen den gemeinsamen Anzahl von den Fällen von Missbrauch ist das Wort. Gibt es konkrete Beispiele, zum Beispiel, ja, wie gesagt, Ungarn ist ja problematisch. Ich würde sagen, das ist nicht ein Problem von der ungarischen Leute, sondern von der lokalen Regierung, weil manchmal das konnte passieren, dass in dem Staat bestimmte Organisationen wie zum Beispiel Fidesz-Partei zu viel Einfluss kriegt. Also wir sehen diese problematische Fälle und Olaf kann das sehr gut beschreiben. Nur das Problem ist, dass die Berichte von Olaf nicht ausnutzen sind. Einfach Olaf hat kein Recht, die Kriminelle zu oder gegen der Kriminelle die Klage zu stellen. Also normalerweise funktioniert so, dass der Mitgliedstaat bezahlt Geld für die Leute, die Regel nicht einhalten. Und damit endet es. Gibt es keine Klage, weil die lokale Polizei folgt der Fall nicht weiter. Zum Beispiel, da gibt es eine Statistik, wie viel Fälle Fälle, die Olaf identifiziert als problematisch, mit einer Klage nachfolgt ist. Und diese Anzahl ist etwas kleiner als 40%. Also 60% Olaf nur berichtet, Mitgliedstaat bezahlt, aber niemand ist geklagt dafür. So ist das Problem. Vielen Dank für die sehr detaillierte Antwort. Ganz schön gut. Ich hätte noch eine zweite Frage bezüglich der anderen Anmerkung von dir. Du hast gesagt, dass einige Unternehmen ihre Steuern zum Beispiel in Luxemburg, Zypern oder Irland anmelden, aufgrund der vermeintlich niedrigeren Sätze. Wie sieht es denn da aus? Das sind jetzt keine Kriminellen. Gibt es denn da eine Art Ranking oder eine Übersicht, die man vielleicht auch bewusst transparent machen könnte, um die Bevölkerung auch noch mal ein bisschen da ja anzuheizen, will ich jetzt nicht sagen, aber einfach mal klar zu machen, welche Unternehmen das sind, die Steuern in Europa verschieben. Da gab es in letzter Woche eine gewisse Affäre, kennt es als OpenLux, wo im Prinzip ein paar Journalisten haben die Informationen gesammelt und das beschrieben. Da gibt es viele gut bekannte Namen, Angelina Jolie, Brad Pitt. Solche Leute benutzen Luxemburg auch als eine Basis. Ich habe darüber geschrieben in einem Artikel, hoffentlich wurde es in Englisch übersetzt. Wenn nicht, dann ja, ich hoffe, dass schon mal habe ich einen neuen Webpage und da gibt es
Da wird es die Übersetzungen von meinen Artikeln aus Tschechisch nach Englisch geben. Also vielleicht wird es einfacher, die Arbeit zu folgen. Super, vielen Dank. Das freut mich natürlich auch zu hören. Mehr Artikel auf Englisch. Das natürlich auch sehr gerne. Aber mit Englisch sind wir schon sehr glücklich. Einfach damit wir auch das Themenspektrum der Piratenpartei ein bisschen darstellen können. Das ist genug zu dem privaten Kommentar jetzt zu dem Thema. Was mich noch sehr interessiert hat, diese Kryptowährungen wären ja eigentlich auch eine Möglichkeit. Also wenn man sich anschaut, wie Bitcoin funktioniert und welche Vorteile es als Zahlungssystem einfach schon hat, wenn da eine Variante, also nah an diese Krypto-Ideale angelehnte Version kommen würde, als europäische Digitalwährung, das wäre der Hauptgewinn. Wie siehst du denn die Chancen, dass das sowas kommt? Ich denke, dass eine europäische Digitalwährung haben wir in ein paar Jahren. Weil im Prinzip niemand ist zufrieden mit der heutigen Monopol von Firmen wie Mastercard oder Visa, die eigentlich funktionieren in dieser Form. Aber wir haben keine Kontrolle in dem Sinne, wir haben keine Souveränität. Einfach unsere Zahlungsmethoden sind nicht von unserem Staat oder von unserer Union garantiert. Also das finde ich als ein Problem. Und da braucht man eine Alternative. Die Digitalwährungen oder die Kryptowährungen wäre eine tolle Alternative, auf jeden Fall. Nur das Problem jetzt in Europa ist, dass viele Leute Angst haben von Geldwäsche oder Finanzierung des Terrorismus. Also die wollen diese digitale Alternative nicht so privatsphärefreundlich aufbauen. Das finde ich als unsere Aufgabe für die Piraten, dass wir das beeinflussen, damit es privater ist. Nun muss ich sagen, wir sind ein bisschen allein in der Sache. Meistens der anderen Parteien, und da muss ich sagen, fast alle deutsche Parteien sind oder finden die Kryptowährungen oder schätzen die Kryptowährungen als gefährlich und sind mehr orientiert an der Sache, wie das mehr kontrollieren und mehr für die Staat oder von Staat kontrollieren. Und das wäre im Prinzip ganz gefährlich, wenn wir jetzt in der Richtung von Kontrolle von Bitcoin oder Monero gehen, weil da finde ich ein echtes Problem oder ein echtes Gefahr für diese ganze Projekte. Ja, gibt es Frage, warum nicht die Zahlungssysteme dem Markt überlassen? Es gibt genug Kryptowährungen. Einer der EZB würde ich sogar eher weniger trauen als den meisten Shitcoins. Man könnte das sagen. Nur das Wichtige ist, wenn wir zum Beispiel Steuern bezahlen oder Haushalt des Staats planen oder sowas, das muss man machen in eine Währung. Ja, da muss man eine Währung für eine Währung entscheiden und das alles in diese Währung rechnen.
Und man konnte sich entscheiden für ein papieres Euro oder als eine Alternative eine digitale Euro, digitales Euro oder beide Konzepte als Äquivalente nehmen. Aber im Prinzip, man muss sich entscheiden, welche Währung benutzen für die, was er, Gesetze zu schreiben. Das antwortet die Frage von Sebastian. So, Daniel, bist du noch da zum Moderieren? Ja, ich bin noch da. Ich sehe aber jetzt aktuell keine Fragen. Oder siehst du auf YouTube welche? Nee, auf YouTube ist auch ruhig. Gibt es auch keine Fragen aktuell? Aber wenn du jetzt übernehmen könntest für eine Zeit, wäre das recht gut für mich, weil nebenbei die Wahlkampfplanung. Ich tue mein Bestes, genau. Dankeschön. Euch noch viel Spaß. Ich höre mit einem halben Ohr zu. Ja, also ihr könnt gerne eure Fragen weiterhin stellen hier im Chat oder auch gerne eine Wortmeldung da lassen und etwas auf der Tonspur beitragen. Ja, zu dem Comment von, über die Bargeld. Ich werde die Idee, Bargeld zu benutzen oder behalten, als wichtig. Ich werde das unterstützen, zum Beispiel, dass das Recht auf Bargeld in der Verfassung reinzuschreiben, dass das wäre ja gut. Nur das Problem ist, da jetzt im 21. Jahrhundert gibt es viele Digitalzahlungen. Also ja, die Leute einfach digital bezahlen und brauchen dafür Mittel. Und wenn der Staat nicht ein Mittel vorbereitet, dann selbstverständlich kommen andere und im Prinzip diese Firmas wie zum Beispiel Visa oder Mastercard, die immer etwa 2 oder 3% von der Zahlung für sich selbst nehmen. Also wir könnten das im Prinzip kostenlos machen oder sollten. Ja. Und reagieren in dem Chat. Ja, dann nochmal eine bisschen laienhafte Frage. Man kann jetzt aber schon davon ausgehen, dass die aktuellen Überlegungen innerhalb der Europäischen Zentralbank bezüglich dem Krypto-Euro sozusagen vollkommen losgelöst sind von einer etwaigen Abschaffung von Bargeld, oder? Zumindest augenscheinlich. Ich hoffe, wir kommen nicht zu der Abschaffung des Bargeld. Aber auf jeden Fall, wenn sowas passieren könnte, würde es viele Leute geben, die hätten damit kein Problem. Im Prinzip in der Europarat, sowohl wie bei dem Europaparlament, gibt es viele Leute, die haben im Prinzip kein Problem, die Privatsphäre oder diese Unabhängigkeit des Benutzers zu beschädigen. Also würde ich sagen, ja, Piraten wählen, weil bei Piraten ist das sicher, dass es nicht passieren soll. Aber bei den anderen Parteien bin ich nicht sicher und ich glaube für das Beste, aber vorbereite mich für das Schlimmste. Ja. Gut, hätten wir jetzt eigentlich auch direkt zum Einstieg sagen können, Piraten wählen sollte klar sein. Hier hat es der Mikolaj einfach nochmal eindrucksvoll unterstrichen. Ja. Ich hoffe, es ist überall angekommen. Ja, Mikolaj, es gibt jetzt keine weiteren Rückfragen in den Chats. Moment, ich schaue jetzt kurz bei YouTube rein.
Luke Miller hat auch noch mal gefragt, glaubt ihr, dass das Bargeld bald durch einen digitalen Euro ersetzt wird? Auf jeden Fall nicht bald. Ich denke, dass das wird nebeneinander für bestimmten Zeiten funktionieren. Oder ja, in Tschechien als Piraten wir immer sagen, wenn du etwas Digitales einleitest, sollte dabei immer die Papieralternative bleiben. Das ist ein wichtiger Prinzip, der wir behalten, weil im Prinzip jeder hat ein Oma, die ist 80 Jahre alt und will einfach nicht sich mit dem Rechner beschäftigen oder mit etwas Digitales. Also für diese Leute muss es als Alternative bleiben und geht's keine Möglichkeit. Was passiert danach, wenn die digitale Alternative benutzt wird, oft ist immer noch geöffnet. Aber ja, dabei müssen die Piraten in der Politik bleiben und kommen, um dieses Recht zu schützen. Vielen Dank, Nikolas. Dann nehmen wir hier einmal eine Wortmeldung aus dem Chat auf Big Blue Button. RG, bitte deine Wortmeldung. Ah, okay, Entschuldigung, waren noch nicht freigeschalten. Und zwar, ich habe eine Frage allgemein zur Dezentralität in der Europäischen Union. Es wird dann immer von der europäischen Idee geredet. Wie heißt das, man? Die Frage ist immer, was sind denn die Pläne aktuell über Dezentralität? Ich habe mal was vor Jahren gehört gegenüber Europa der Region in dem Sinne, was ich schon deutlich besser finde. Je kleiner der politische Raum, desto besser. Nur die Sache ist halt die, ich sehe die Tendenzen in der EU, dass sie zur EU-DSSR wird in dem Sinne. Das sage ich ganz ehrlich und meine das auch wirklich ernst. Und da wollte ich fragen, gibt es denn da aktive Pläne in dem Sinne, was aktive Dezentralisierung von Macht und Staaten im Endeffekt in der EU angeht, ohne es auf dem Kopf in dem Sinne noch zu konzentrieren gleichzeitig? Ja. Da gibt's jetzt einen Reformplan. Es gibt etwas, was heißt Konferenz über die Zukunft Europas. Hoffentlich übersetze ich es jetzt auf Deutsch korrekt. Das war ursprünglich eine Initiative von Emmanuel Macron, aber später wurde es ein echter Prozess, der sollte die Europäische Union reformieren. Gab es viele Streiten, nicht in dem Parlament, der war mit der Idee relativ schnell fertig und wollte eine echte Reform unterstützen. Die Rat war nicht so aktiv in der Sinne. Es gab seit ein oder es gibt seit einem Monat Abstimmung in oder Zustimmung in beiden Institutionen, einen Reformprozess zu beginnen. Also im Prinzip jetzt sollte diese Konferenz über die Zukunft Europas laufen, aber die Pläne sind eigentlich nicht echt ambitiös. Einfach, ich habe das Gefühl, dass die Rat nur eine kleine Änderungen machen will und keine echte Wende von dem ganzen System. Und selbstverständlich, es ist der Grund dafür ist, dass selbstverständlich die Leute, die jetzt in der Rat sitzen, wollen nicht ihre Macht verlieren. So ist das. Und die Macht kommt von der Mitgliedstaaten. Also die wollen keine Europa-Regionen, weil das wäre im Prinzip für ihre eigene Macht Schluss. Ja, danke für die Antwort. Das habe ich mir auch ungefähr so gedacht. Ich empfehle das Buch, was ich in Chat geschrieben habe, Freie Privatstädte von Titus Gebel. Das erklärt sehr, sehr viel Gutes. Und wenn Sie was wirklich Produktives beitragen wollen, empfehlen Sie das kommunale Sezessionsrecht, wie es in Liechtenstein vorhanden ist. Damit können wir die Hydra vielleicht ein paar Köpfe ausbrennen.
Ja, ob ich dazu kommentieren kann, gibt es immer die Frage, ob sich eine Region abspalten kann. Zum Beispiel haben wir viel diskutiert über die Katalonien, weil im Prinzip gibt es ein paar katalonische Abgeordneten, die in Spanien bestrafen sollten. Und wir haben die Immunität oder wie sagt man das auf Deutsch? Ja, Auslieferung nach Spanien diskutiert, wurde im Europäischen Parlament abgestimmt. Im Prinzip ist das verbunden mit der Frage, ob Katalonien das Recht sich von Spanien spalten hat und ob die spanische Gerichte das Recht haben, über diese katalonische Leute zu entscheiden. Der Erfolg ist, dass die haben die Abstimmung verloren, also werden nach Katalonien ausgeliefert. Nach meines Verständnis. Okay, vielen Dank für den Kommentar noch, Nikolas. Nehmen wir mal die Wortmeldung von Sebastian noch erst mit rein. Hallo, kann man mich hören? Ja. Okay, danke erstmal, Nikolas, dass du dir die Zeit nimmst. Ich möchte doch mal auf die Kryptowährung zurückkommen. Steckt da nicht nur vielleicht die Angst vor irgendwelchen kriminellen Machenschaften dahinter, sondern auch ein geldpolitisches Ziel der EZB, quasi die Macht nicht zu verlieren, was quasi die Inflationierung des Geldes betrifft, um ungehindert weiter Schulden machen zu können, ohne da jetzt quasi die starke Hand an die Sparer zu geben, die dann gerade mit sowas wie Bitcoin oder so da relativ immun wären gegen solche geldpolitischen Ziele der Staaten bzw. der EZB? Ich würde sagen, dass das Wichtige dabei ist, dass die EZB kontrolliert die Wirtschaft nicht echt durch Geld drucken oder nicht so viel, sondern durch die Kredite. Die Europäische Zentralbank entscheidet, was die Interesse auf bestimmte Produkten oder für bestimmte Kredite ist. Und im Prinzip entscheidet auch zum Beispiel, funktioniert so, die Banken haben aus dem Gesetz Pflicht, zu bestimmten Anzahl von solche sichere Anleihen zu kaufen. Und die Europäische Zentralbank entscheidet, was für ein Typ des Anleihen sein wird. Also im Prinzip haben wir zum Beispiel einen Wunsch von tschechischer Regierung, die wollte uns überzeugen, dass die Europäische Zentralbank sollte Banks in Eurozone überzeugen, dass oder die Pflicht geben, dass sie tschechische Staatsanleihe ankaufen bei Conditions. Ich sage das vielleicht Englisch, um es so klar zu machen. We were asked by the Czech government so that we convince European Central Bank to actually force the commercial banks in Eurozone to buy the Czech state bonds by same condition like the European ones, because so far as the Czech Republic has only crown,
the conditions are in general worse than for buying or for indebting the state than for normal European country. So the problem is that actually European Central Bank, they control the money market through actually defining the conditions for commercial banks, rather than deciding whether you can use euro or what. I mean, like, if they decide that actually they consider Bitcoin to be a really like safe harbor and you can invest it as much as you want, then we will see a steep inflow of money into Bitcoin and the price will go in suddenly very high. And if they decide that crypto or Bitcoin is dangerous and they try to and they forbid private investors to invest into Bitcoin, the price will go lower. So they can use these tools to really actually like control that system. If it answered the question, it is not really like about whether they print euros or not. It is about controlling the banks. Dankeschön, Nikolaus. Gibt es jetzt gerade noch Fragen zu dem Thema? Lorenz tippt noch. Wird das ein Roman oder etwas Kürzeres? Ja. Dann würde ich jetzt mal noch eine allgemeine Frage aus dem YouTube-Channel mit reinpacken. Wie können wir Open Source in der Wirtschaftspolitik etablieren? Ich denke, hier ist viel Potenzial, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch geopolitisch. Gerne deine allgemeine Meinung, musst jetzt nicht zu tief drauf eingehen. Ich denke, dass wir immer dieser Prinzip Public Money, Public Code folgen sollten. Einfach das Problem ist, dass ganz oft die Staaten Geld bezahlen für verschiedene Software, aber bekommen nicht der Software, haben keine Kontrolle über die Daten und benutzen das im Prinzip als ein Service von bestimmter Firma. Also im Prinzip als eine in allgemein, wenn wir Geld aus öffentlichen Quellen dafür für was benutzen, sollte das Open Source by Design sein und die Daten selbst hosted, also diese Daten sollten in der Hand des Staats bleiben. Dankeschön dafür. Auf die Gefahr hin, dass du dich vielleicht teilweise wiederholen müsstest, hier noch eine Frage aus dem YouTube-Channel. Was sind eure Ideen, um die finanzielle Ungleichheit in Deutschland bzw. der EU, also was jetzt eher dich betrifft, zu bekämpfen? Wie verhindern wir Steuerhinterziehung im großen Stil? Ist gute Frage. Im Prinzip, das Problem mit Steuerhinterziehung ist immer wieder die Rat. Im Prinzip, wenn die Europäische Rat darüber entscheidet oder über die Steuern entscheidet, dann entscheidet mit Einstimmigkeit und nicht mit der Abstimmung. Das heißt, jede Steuerparadiese in Europa kann das vermeiden, dass wir Gesetze gegen Steuerhinterziehung annehmen. Das ist im Prinzip ein Problem in der Architektur Europas und das muss man ändern, weil im Prinzip man sollte niemals in der Rat durch Einstimmigkeit entscheiden. Die Abstimmung muss möglich sein, gegen den problematischen Minister oder Regierung abzustimmen, würde ich sagen. Wenn es kommt an der Frage von Steuern, da bleibt oder da fällt viele wichtige
wichtige Schritte oder Gesetze, die konnte man nutzen für die große Firmen zu kontrollieren. Weil im Prinzip das zweite Problem ist, dass nur die großen Firmen sind eigentlich da repräsentiert in Brüssel. Einfach die großen Firmen haben Geld und Möglichkeit, in Brüssel sowas wie eine Botschaft zu bauen und dort Leute bezahlen. Die haben gar nichts anderes zu tun, nur die Abgeordneten und die Kommissionsmitglieder und andere zu überzeugen, was die bestimmte Firma braucht. Also die haben im Prinzip Vorteil gegen kleine Unternehmer oder Beschäftigte oder sowas. Diese Ungleichheit muss man korrigieren, damit wir die Gesetze, die Sozialsituation verbessern, annehmen können. Super, vielen Dank auch für diese Antwort, Nicolas. Wir haben jetzt keine weiteren Fragen mehr im YouTube-Channel und hier auch im Chat keine weiteren Fragen mehr. Hast du sonst noch was zum Ergänzen, irgendwas anzumerken, was dir jetzt noch einfällt? Ich wollte euch alles Gute bei dem Wahlkampf wünschen, das zuerst. Ich hoffe, dass ihr das schafft und habt eine gute Repräsentierung in dem Bundestag. Es ist nicht wichtig nur für Deutschland, sondern für ganzes Europa, dass ihr erfolgreich seid. Und dazu wollte ich euch noch wünschen, dass die Partei, dass die Piraten einheitlich sind und miteinander gut zusammenarbeiten. Weil es gibt viele Leute, die man kämpfen konnte und man lieber als die Kollegen Piraten. Also bleibt ihr bitte zusammen und in guten Laune. Und ich wollte euch das Beste in dem Wahlkampf jetzt wünschen. Und wenn ihr irgendwas braucht, bitte fragt uns in dem Europaparlament. Wir helfen euch gern. Wir fehlen uns nicht nur Repräsentanten von den tschechischen Piraten, sondern Repräsentanten von Piraten in ganz Europa. Also wir sind für euch da und wenn wir helfen könnten, helfen wir gerne. Vielen lieben Dank, Mikulasz. Ich glaube, die letzten paar Sekunden schneide ich mir raus und verteile sie als Loop in der ganzen Partei, dass sie möglichst oft gesehen werden von ganz vielen Leuten. Das war wirklich sehr lieb, was du gesagt hast und wir wissen das alle sehr zu schätzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja gut, vielen lieben Dank auch für deine Zeit. Ich denke, die jetzt heute live dabei waren oder auch das Video nachhören, werden sehen, Hammer, was der Mikulasz hier für Antworten also parat hat, wirklich zu jeder Frage, sehr fundiert und sehr schlaue Ideen. Schaut auch gerne beim nächsten Mal wieder rein. Dir vielen Dank, Mikulasz, und ich hoffe, wir machen bald das nächste Event. Vielen, vielen Dank für die Einleitung und Moderation und gerne, wenn es Zeit gibt, komme ich gerne. Ich mache es gerne. Dankeschön. Bis bald. Bis bald.